Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge LS17 auf der Ebstorfer Heide. So, gestern sind wir nochmal kurz hier rüber gefahren. Wir sind jetzt ja fertig mit dem Güllefahren auf den beiden großen Wiesen, die wir jetzt noch aufgepflügt haben. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Grubber, beziehungsweise, ja, da steht er. Und ich will auch nochmal ganz kurz meinen kleinen MF hier, nee, das ist der Steier, ne? Nee, das ist MF, genau, den MF nochmal kurz auftanken. Dass der auch wieder glücklich ist. Hier ist natürlich jetzt das große Gewicht, ne? Stelle ich gerade fest. Das große Gewicht vom Deutz. Was wir gegebenenfalls brauchen könnten. Wenn der denn gleich die große Dings dran bekommt, ne? Kann ich hier nicht tanken. Kann ich nur auf der anderen Seite tanken, da wo der große Anhänger jetzt steht. Das ist aber nicht gut. Ich würde gerne nochmal tanken hier. Ist das möglich? Ohne, dass ich den Anhänger da wegboxen muss. Oh ja, geht. Alles klar, dann füllen wir den mal auf. Hier kriegen wir nämlich hier gleich schon wieder ein bisschen was rein. Und hier können wir jetzt als Strecke schon die 21 Flügen nehmen. Als eine Strecke. Und wollen wir die zweite gleich dazu kombinieren? Würde das gehen? Müsste. Wir gucken mal, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Aber eigentlich müsste das jetzt funktionieren, dass er erst den einen Kurs abfährt und dann den nächsten Kurs. Das ist ja, glaube ich, auch das, was ihr mir mal empfohlen habt, ne? So die ganzen Kurse fertig machen, abspeichern und dann halt aneinander kombinieren und dann ist gut. Genau, das testen wir jetzt einfach mal. Da wird er jetzt zwar Ewigkeiten unterwegs sein, genauso wie jetzt beim Pflügen, aber so ist das halt. Ne? Wir wollen halt saubere Arbeitsschritte machen. Wir wollen halt saubere Arbeitsschritte machen. Und da ist sowas halt tatsächlich am besten. Ich weiß gar nicht, ob das... Das sind doch auch... Ja, das sind 3 Meter, ne? Ja, das ist 3 Meter Arbeitsbreite, das passt. Wenn er ein bisschen überlappend ist, ist es nicht so schlimm. So, du darfst anfangen. Erster, tschüss. Falsches Gerät? Jo, das hast du recht. Wir wollen nämlich Feldarbeit jetzt machen. Aber dafür wird das dann auch sauber. Sauber einmal übergegrubbert. Sehr schön. Alles aufgelockert. Wunderbarer Boden. Besser geht das hier. Besser geht's gar nicht. Also, geht gar nicht. Ne? Besser kann's gar nicht gehen. So, der steht da. Der steht da. Was macht der Deutz? Der Deutz hat noch circa 2 Minuten. Dann ist er fertig. Und wir haben hier vorne die Sämaschine. Mit dem Kollegen zusammen. Den haben wir extra mal hierher geholt. Dass wir ihn einmal komplett wieder auffüllen können. Und auch einmal durchreinigen. Das war mir jetzt auch wichtig, dass wir das mal machen. Hat der Steier eigentlich eine Aufnahme für eine Frontnahme? Ne, hat er nicht. Schade, sonst hätte er ja mal Dings kriegen können. Sonst hätte er sich selber ein Big Pack mitnehmen können. Aber das hätte nicht funktioniert oder das funktioniert nicht. So, einmal auftanken, das wäre noch ganz toll. Fahren wir auch einmal an die Tankstelle. Sehr schön. Einmal komplett, tutti-kompletti durchversorgt, das Fahrzeug. So muss es auch mal sein. Dann darfst du eigentlich auch gleich schon wieder vom Hof zur BGA zurückfahren. Sobald du dann gewaschen bist, Hof zur BGA, weil da hinten geht dann eh dein Job wieder weiter. Dass wir an Spritkosten haben, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber die Maschinen laufen halt auch, ne? Die laufen. Da ist das dann halt ganz normal, dass man etwas höhere Spritkosten hat. So, einmal den Hochdruck rein hier. Und dann schön erstmal von vorne bis hinten alles durchreinigen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe seit LS17 draußen ist, den LS15 nicht wieder angefasst, ne? Ich habe mir den nicht wieder angeguckt. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass ich das noch nicht wieder getan habe. Ich glaube nämlich, dass... Ich vermute mal, dass das nicht gut ist, wenn man sowas machen würde. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn dabei? Habt ihr euch den LS15 nochmal angeschaut, nachdem jetzt der LS17 draußen ist? Die haben ja schon grafisch einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht. LS15 sah schon sehr, sehr gut aus, aber LS17 ist halt noch einen ganzen Ticken besser geworden, ne? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr da so, wie ihr so den Wandel, den Wechsel mitgemacht habt und ob ihr euch dann nochmal den LS15 angeguckt habt, nachdem jetzt der 17er draußen ist. Also wie gesagt, ich habe es nicht getan. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun. Ich habe es auch komplett deinstalliert, das Spiel.
Also dementsprechend, ich glaube tatsächlich, ich würde es nicht tun. So, hier starten wir mal auf den nächsten. Das ist ja wieder eine Überführung. Und sag mir Bescheid, wenn du da bist. Und der S7 ist fertig mit seiner Arbeit. Das ist auch sehr cool. Dann können wir nämlich den rausnehmen. Dann kommt der Schwader gleich an den... der Striegler kommt dann gleich an den New Holland. Da kann er damit weiterfahren. Und für unseren S7 werden wir jetzt die große Wickelmaschine ausleihen. Das wird mich zwar ein bisschen Geld kosten. Geld, was wir eigentlich nicht haben, aber... Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt einfach. So, einmal hier rangefahren. Hier vorne kann ich dann das Ding ablassen. Ich brauche mal die Strecke Händler zum Hof oder so. Händler. Wir haben da, glaube ich, Händler. Händler vom Hof zum Händler. Siehst du, hier ist der Kurs. Den will ich haben. Da machst du einmal eine Überführung. Nicht am ersten, sondern am nächsten. Und tschüss. Fährst du dran vorbei? Ja, sieht gut aus. Mach mal deine Kurven, deine... Schüsseler Wengst hier. Oh, ich brauche noch ein Bild, ne? Ja, ich brauche noch ein Bild für diese Folge. Definitiv. Das werden wir gleich, wenn wir drüben auf der 13 den Striegler eingestellt haben. Vorne fallen gelassen. Wenn wir gleich auf der 13 den Striegler eingestellt haben, wenn wir da mal ein schickes Thumbnail machen für diese epische Folge. Ja, bis in die Nacht hier am Arbeiten, ne? Obwohl, was heißt bis in die Nacht? Ist ja gerade mal, ist ja noch nicht mal 20 Uhr. Nicht mal 20 Uhr hier. Ist ja gar nicht bis in die Nacht am Arbeiten. Die Frage ist natürlich... Oh, was macht der Deutsch denn da hinten? Wow. Fährt der denn lang? Der ist erstmal über Stock und Stein gefahren da. Hast du das gesehen? Der ist hier raus und dann geradeaus. Der hat die Kurve nicht so ganz gekriegt, ne? Da war die Kurve irgendwie... Der ist dann hier rüber und dann da über den Dings rüber gepoltert. Ganz witzig. So, pass mal auf, wir haben den Modus Feldarbeit, das ist richtig. Wir haben die Wiese 13 jetzt hier vor uns liegen, das ist die 13. Und wir wollen aktuelle Feld 12 Meter passt. Okay, dann hat er das jetzt so angegeben. Ich sehe jetzt aber den Start nicht. Den Start hat er da vorne hingesetzt. Okay, das ist aber eigentlich machbar. Da fährt er so leicht schräg drauf zu. Das müsste er hinkriegen, dass es läuft. Gut, der steht. Der Deutz ist noch unterwegs. Unterwegs. Du bist auch unterwegs, sehr schön. Hattest auch diesmal keine Probleme damit, dass du irgendwo anhalten wolltest. Wir können den eigentlich auch schon gleich zum Sehen drauf schicken, ne? Wir haben jetzt hier kein Vor- oder Nachgewende. Das heißt, das könnten wir eigentlich auch gleich schon kombinieren, die beiden Strecken, und dann kann er auch schon direkt drauf gehen und drüber. Dann ist er da auch schon zugange. Ah, guck mal, das funktioniert auch, das läuft. Der ist da am Striegeln und es müssten auch von den Stufen her, genau, das ist komplett fertig. Hier zieht er seine Spuren gerade rein, sehr schön, das ist auch fertig. Hier müsste zwei noch einmal gemacht werden. Da können wir noch nichts machen, das ist noch im Wachstum. Da ist noch nichts draußen sozusagen, hier ist auch noch nichts draußen. Da auch nicht. Dann haben wir vielleicht noch bei der 15 Glück, dass wir da noch was machen können. Und dann sind wir mit den Striegeln auch schon durch, muss man ganz ehrlich sagen. Habe ich dem Deutz gesagt, er soll warten? Nee, habe ich nicht. Das habe ich vergessen. Aber gut ist, ich habe mich daran erinnert und bin gleich nochmal rein. So, achso, ich wollte noch ein Bild machen, ne? Stumpf, warte mal. Wir haben noch gar kein Bild gemacht vom Striegler. Wir wollten ein Strieglerbild haben diesmal. Ein Strieglerbild und auch ein Bild mit Bubbles. Bubble-Strieglerbild. So, einmal das hier. Einmal Vorwärtsgang reingelegt und Attacke. So, 10.000 wird mich die große Maschine kosten. Ist natürlich eine ganze Ecke, aber dafür werden wir auch... Genau, der Ballentwickler macht das dann auch gleich. Aber dafür haben wir dann auch gleich das... Haben wir dann auch gleich wieder ein bisschen Geld, ne? Hoffentlich. Ja, sehr cool. Das Ding sieht auch mächtig aus. Multi hat das Ende der Route erreicht. Kümmern wir uns gleich drum. Der hat ein bisschen Zeit. Der hat tatsächlich ein bisschen Zeit. Ich würde dann lieber erstmal den hier einstellen. Dass der schon anfängt, seine Arbeit nachzugehen. Mit einem Ballentwickler. Ist aber auch ein mächtiges Geschoss, ne? Ich hoffe, das funktioniert mit CP. Ich weiß es noch gar nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Den werden wir nämlich schön mit CP darüber juckeln lassen.
Und sobald da was runterfällt, können wir dann anfangen, die Ballen einzusammeln. Da müssen wir mal gucken, ob wir uns dafür einen kleinen neuen Anhänger kaufen oder ob wir den einen Anhänger freiräumen. Ich glaube, den einen Anhänger freiräumen wäre natürlich günstiger, weil wir natürlich gar kein Geld haben momentan. Aber müssen wir mal schauen, ob wir den einen Anhänger freiräumen oder vielleicht doch, keine Ahnung. Vielleicht fahre ich auch erstmal die ganzen Ballen erstmal nur zusammen. Stell die erstmal irgendwo hin an der Kante. Wir lassen ihn jetzt erstmal wickeln. Wir lassen ihn erstmal wickeln und dann gucken wir weiter. Ne? Wahrscheinlich werden wir das mit den Ballen zusammensammeln eh heute nicht mehr machen. Also nicht mehr heute an diesem Ingame-Tag, sondern erst am nächsten Ingame-Tag. Und dann, also heute in dieser Aufnahme, also in dieser Folge auf gar keinen Fall. Ne? In dieser Folge auf gar keinen Fall. Weil so schnell ist der Ballenwickler auch wieder nicht. So, wir sind auf der 3 jetzt gerade, ne? 3 Schwaden haben wir. So, und dann muss ich gleich mal gucken, wo er startet. Ach ja, da mussten wir ja ein bisschen ranfahren, ne? Glaube ich. Das war ja so, dass wir... Ja, genau. Das war da vorne so ein bisschen die etwas kürzere Ecke. So, du kriegst jetzt aber Feldarbeit. Fängst am 1. an. Und da vorne ist der erste Bubble auch schon. Da gibt es auch gar nichts zu holen. Pass mal auf, da machen wir was anders. Dann stellen wir dich hier vorne drauf ein. Auf den hier. Zack, einstellen. Pickup ist unten und er legt los. Aber jetzt kriegen wir endlich wieder ein bisschen... Jetzt gibt es endlich wieder ein bisschen Geld. Bisschen Geld und Gold. Goldgeld. Halb voll schon. Sehr schön. Das heißt, der erste Ballen ist schon gleich draußen. Mit 4000. Ja, das macht er schon. Der Multi ist an seinem Dings angekommen. Sehr schön, dann können wir den mal entlassen. Der kann raus und du kannst eigentlich die Strecke übernehmen vom MF, ne? Ja. Das übernehmen wir mal. Da hinten deine Luke kannst du mal bitte zumachen. Dass er immer seine Luke offen hat, ne? Schlimm. So, dann brauchen wir noch den Modus. Das ist nämlich Sehen. Und da wirst du nämlich als auch auf dem 1. wieder eingestellt. Dann darf er nämlich auf dem 1. gleich loslegen. Bin mal gespannt, wie lange das dauern soll, bis die da komplett durch sind. Aber ich glaube, da werden wir jetzt noch die nächsten 2-3 Folgen... brauchen, bis das so durch ist. Da bei der BGA liegt jetzt halt auch schon sehr, sehr viel Gerät rum, ne? Was ist halt... Ist halt so, ne? Wenn man halt die ganzen Wiesen jetzt mal aufmacht und die dann dadurch halt den Ertrag dadurch natürlich deutlich erhöhen möchte und das auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das ja bei den anderen Wiesen jetzt auch schon gesehen. Dann hat man halt überall so ein bisschen seine Materialien rumstehen, ne? Und braucht das halt auch überall. Das ist immer so eine super kleine Ecke zu viel rumlenkt, ne? Das gefällt mir nicht. Da müssen die nochmal gucken von CP, dass sie das ein bisschen besser auf die Reihe bekommen. Aber das hier ist schon mal gut. Der kann jetzt schön hinter dem Grubber hinterherfahren. Und wie lange braucht er? 28 Minuten. Wie lange braucht der Grubber noch? Der braucht noch 14 Minuten. Und wo ist sein Übergang? Zur anderen Strecke? Da vorne, ne? Ja, da macht er eine P und dann geht er da wahrscheinlich rüber. Ah, ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Ob das gut funktioniert. Im Grunde kann man ja so dann auch die ganzen anderen Strecken, glaube ich, kombinieren, ne? Oder Felder kombinieren. Oh, der erste Ballen? Ne, der zweite Ballen. Und gleich gewickelt. Kann man das Wickeln abschalten? Ne, ne? Ja gut, jetzt eh nicht. Weil er jetzt gerade im Betrieb ist. Aber ich glaube, der wickelt immer, ne? Der kann, glaube ich, nicht wickeln. Na, lass mal den Ballen da raus. Jetzt muss er erstmal auf seine Kurve fahren. Hat er den Ballen eigentlich... Den schmeißt er einfach raus, ne? Den legt er jetzt nicht irgendwie auf den Boden oder so, dass er nicht weiterrollt, sondern... Der wird einfach gedroppt, ne? Aber schön, zwei Ballen schon. Naja. Ich glaube, da kommt ein bisschen was zusammen. Ich glaube, wir können tatsächlich damit anfangen, in der nächsten Folge den Anhänger leer zu räumen. Ich glaube, das ist das Beste. Ah, jetzt hat er ihn rausgedroppt. Müssen wir halt auch ein bisschen aufpassen, dass wir die aus dem Weg nehmen. Wahrscheinlich werden wir das dann auch gleich schon anfangen, die aus dem Weg zu nehmen und
beiseite zu stellen. Wahrscheinlich machen wir das zuerst, dass wir sie einfach erstmal nur beiseite stellen und dann auch im Anhänger laden später. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Dann kann ich nämlich gleich schon den Kramer ranholen und dann damit was machen. Ich glaube, so werden wir das machen. Wie sieht das hier aus? Das passt auch. Du bist hier am Striegeln. Wie weit bist du? Bist du schon fertig fast? Oh ja. Du bist tatsächlich gleich durch, ne? 3 Minuten noch, alles klar. Das sieht gut aus. Und da war der Kramer übrigens. Ich weiß gar nicht, habe ich eine... Ich habe dafür eigentlich gar keine Gabel, ne? Ich würde das ja immer mit dem Piekser machen. Aber ich weiß, da gibt es ja Aufschreie in der Community. Ich glaube, da werde ich mir vielleicht eine neue Gabel holen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber für heute bedanke ich mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge wieder. Bis dann. Tschüss.